Nachtzüge sind nahezu überall in Europa verschwunden, nur in Österreich. Da rollen sie, mit Erfolg, seit der Übernahme eines Teils der Nachtlinien von der Deutschen Bahn Ende 2016. Hauptargument, zumindest für diese Kundin: Der Komfort ist sehr angenehm. Schauen Sie, das ist ideal. 1,4 Millionen Kunden europaweit nutzten 2017 das Nachtangebot der österreichischen Bundesbahn. 1,6 Millionen waren es im vergangenen Jahr. Das Unternehmen will noch mehr Fahrgäste im Schlaf ans Ziel bringen und baut sein Angebot aus. Seit Dezember sind die Nightjets auch zwischen Wien und Berlin unterwegs. Nach Mailand, Hamburg, Düsseldorf oder Zürich rollen sie bereits. Und das zu stattlichen Preisen. 110 Euro kostet die Fahrt in der Einzelkabine von Wien nach Rom. Also müssen Sie sich das so denken, Sie reisen und haben ein Zimmer. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie fahren und ein Hotel haben. Zahlen Sie auch nicht. Teure Tickets bei relativ begrenzten Investitionen. So hat die österreichische Bahn das von der Deutschen Bahn übernommene Verlustgeschäft zu einer lukrativen Nische gemacht. Die quasi zum Gebrauchtpreis gekauften Waggons wurden aufgefrischt. 3-Sterne-Komfort sollte der Kunde dafür nicht erwarten. Sie sehen, wo es so steht. Reine Neugier. Ich war nur neugierig, wie das ist. Ja? Also, dass so ist, wenn ich gewusst hätte, dass so ist, hätte ich den Zug lassen. Aber die Alternative wäre das Flugzeug und das ist eigentlich noch enger. Und mit dem ganzen Gepäck, das ist ja ziemlich aufwendig. Das kostet ja immer alles extra mittlerweile. Der Ökofaktor ist ein anderes, zunehmend wichtiges Argument, der Kunden zum Umstieg auf die Schiene bewegt. Die Bahn hat eine wesentlich bessere CO2-Bilanz als das Flugzeug. Heutzutage ist es wichtig, etwas grüner zu leben und die Umwelt zu schützen. Das stimmt, aber es ist auch die tollste Art zu reisen. Sowas habe ich auf einem Flug noch nie erlebt. Der Wohlfühlfaktor ist offenbar auch wichtig, vor allem weil die Pünktlichkeit der Nachtzüge zu wünschen lässt. Mit 3,5 Stunden Verspätung trifft dieser in der ewigen Stadt ein. 17 Stunden von Wien nach Rom. Mit dem Flieger wären es keine 2 Stunden gewesen.